Hyundai Ioniq 5. Es gibt kein anderes Elektroauto, zu dem ich in letzter Zeit so viel gefragt worden bin wie zu diesem Auto. Das ist schon mal Grund genug, dieses Auto heute bei Ploch erklärt wegzuerklären. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein ganz besonderes Elektroauto. Schaut ihn euch doch mal an. Was ist er denn jetzt? Ist es ein Kompaktwagen? Ist es ein SUV? Und wer Jim Knopf und die Wilde 13 schon mal gesehen hat, da geht es um einen Scheinriesen. Das ist ein Riese, der erstmal groß aussieht und umso näher man ihm kommt, desto kleiner wird er. Der Ioniq ist genau das Umgekehrte. Er ist ein Scheinzwerg. Je weiter weg man steht, desto kleiner sieht das Auto aus. Wenn man aber näher kommt, wird er immer größer und dann werden die Dimensionen auch klar, denn er ist 4,63 Meter lang und 1,89 Meter breit. Das ist also ein richtig großes Auto. Und zwei Dinge fallen auch noch auf, wenn ihr da hinten auf die Autos guckt. Zum einen norwegisches Kennzeichen. Wieso das denn jetzt? Naja, die Veranstaltung hätte erst in Norwegen stattfinden sollen, aber Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und deshalb sind wir heute hier in Valencia in Spanien. Es ist sehr heiß, es sind inzwischen sogar fast 40 Grad und das hat auch ein paar Auswirkungen auf unseren Test. Da komme ich aber noch dazu. Und der nächste Punkt ist, wieso stehen da zwei Ioniq? Du kannst nur einen fahren. Doch, ich werde heute noch zwei Ioniq brauchen. Das werdet ihr sehen und ihr wisst ja, das wird gut. Dann gucke ich mir das Infotainment-System des Ioniq 5 jetzt mal an. Da geht es mir um mehrere Dinge. Zum einen um die spezifischen Elektroauto-Funktionen und ganz speziell Ladeplanung. Das verbocken viele Elektroauto-Hersteller ja noch, Tesla ausdrücklich ausgenommen. Dann will ich wissen, ob ich ansonsten meine Akkuladung planen kann. Kann ich die State-of-Charge-Stände einstellen? Also bis dahin maximal geladen wird, welche Anzeigen bekomme ich. Ist das alles etwas, womit sich ein Elektroautofahrer wohlfühlt? So, und da gucken wir erstmal auf die Hauptanzeige. Und da gibt es ja verschiedene Tendenzen. Es gibt die komplette Verzichtstendenz beim Haupttacho, wie bei Tesla, wo beim Tesla Model Y aus Kostengründen das Ganze gestrichen worden ist. Model S und X ist es drin. Wieso? Die Autos sind teurer. Beim VW ID.4 habe ich ein kleines Display, so ein Verzichtsdisplay, aber das hätten sie sich im Prinzip auch sparen können, weil da steht auch kaum was drin. Dafür gibt es ja auch ein Head-Up-Display. Und der Ioniq 5 hat auch ein Head-Up-Display, damit ich also weniger akkommodieren muss mit den Augen, also die Entfernung anpassen muss. Und das kann mit zunehmendem Alter immer länger dauern. Und dann hat man zum Teil Stellen, wo das Auge noch nicht scharf gestellt ist. Und dann habe ich auch noch ein großes Display hier direkt vor dem Fahrer. Und das finde ich echt klasse, weil es ist alles drauf, was man braucht. Geschwindigkeit, Reichweite, Akkustand, Rekuperationsstufen, aktueller Verbrauch, Bordcomputerverbrauch, Informationen, Tempolimit-Informationen, alles drum und dran auf einen Blick. Das gefällt mir richtig gut. Es ist relativ unaufgeregt aufbereitet, wobei man sich ja über Grafik immer streiten kann. So, jetzt können wir hier mal zum Hauptdisplay kommen. Das Multimedia-System ist ein Touchscreen. Ich habe hier unten auch nochmal direkte Tasten, also die Kombination finde ich schon mal gut. Auch wenn man sich jetzt darüber streiten kann, ob man jetzt unbedingt 2021 noch eine Tune-Taste fürs Radio braucht, sei geschenkt. Was mir aber gut gefällt, ist zum einen habe ich hier große Flächen, die ich treffe auf dem Bildschirm. Die könnten fast noch ein bisschen größer sein, aber es ist schon gut. Und ich kann meine Hand hier auflegen, um während der Fahrt relativ ruhig das Ganze zu bedienen. Bei manchen Autos hängt die Hand dann wirklich in der Luft und dann ist das wie ein Moorhuhn schießen. Und jetzt gehen wir mal in die Elektroauto-Funktionen hinein. Und zwar ganz speziell erstmal Ladeplanung. Gehen wir hier auf Navigation. Suche, ich stehe ja gerade in Valencia, jetzt gehen wir mal Düsseldorf ein. So, als Ziel festlegen. Jetzt wird eine Zeit lang rechnen, das sind doch 1400 irgendwas Kilometer. Schauen wir mal, ich weiß es nicht genau. So, da darf er jetzt ruhig ein bisschen rechnen, weil das ist schon relativ weit weg. Und im Idealfall würde er jetzt eine perfekte Route mit Ladestops und alles drum und dran zeigen. Gibt Hersteller, die machen das. Gut, also er hat ausgerechnet, dass es weit über 1400 Kilometer sind, aber hier steht auch, die Akkuladung reicht nicht mehr bis zum Ziel. Okay, das ist immer eine einfache Rechnung bei so einer großen Strecke und einem Akku mit einer beschränkten Reichweite. Deswegen kann ich hier Ladestationen suchen machen und dann kriege ich immer noch keine Ladestationen geplant, sondern dann muss ich selbst aus einer Liste von Ladestationen, wo noch nicht mal dabei steht, ob das jetzt ein DC-Schnelllader ist, ob es ein AC-Lader ist, hier steht auch noch Tesla dabei, also auf einem normalen Tesla-Lader kann der hier nicht laden, muss ich selbst mir das aussuchen, das finde ich alles andere als optimal. Das muss bei einem ganz modernen Elektroauto deutlich besser sein, da muss eine richtig perfekte Ladeplanung vorhanden sein und es ist schade, dass das hier nicht da ist. Ja, so, dann können wir wieder rausgehen und uns angucken, was er denn im Batteriebereich planen kann. Da kann ich hier
auf EV gehen. Da kriege ich nochmal eine Anzeige, zumindest der nächsten Ladestation. Und ich kann mir hier in den Einstellungen natürlich auch abhängig davon, ob ich jetzt an Gleichstrom oder an Wechselstrom laden will, den Ladestand einstellen, bis dahin ich laden will. Hier zum Beispiel DC ist jetzt 80%, AC 100% eingestellt. Finde ich schon mal gut. Dann gibt es sogar Ladestrommöglichkeiten. Es gibt Wintermodus und Standmodus. Das ist alles gut gemacht. Ich kann hier sogar eine Solardach-Info mir holen. Und der hat ja ein Solardach hier, kostet 1.500 € Aufpreis. Und das hat kumuliert in der ganzen Zeit, wo das Auto schon gefahren worden ist, 1.792 Kilometer, über 25.000 Wattstunden erzeugt. Das ist echt krass. Und wer jetzt sagt, ja, aber das stimmt doch gar nicht, da steht doch 25,588, das sind ja nur 25 Wattstunden. Ja, das ist so ein typisch deutsches Problem, denn wir Deutschen trennen eben solche Zahlen nicht mit dem Komma, sondern mit dem Leerzeichen zur Lesbarkeit. Aber andere Länder, andere Sitten, da gibt es eben ein Komma zur Tausender-Trennung und deswegen sind das 25.588 Wattstunden. Und ab geht's. Ja, der Allradantrieb macht schon eine Menge Spaß, aber da komme ich gleich dazu. Wir reden erstmal über die komplette Antriebskonfiguration des IONIQ 5. In der Basis ist es erstmal ein heckgetriebenes Auto. Kleinste Variante hat 170 PS. Gibt es auch mit dem gleichen Motor, mit etwas mehr Leistung, nämlich mit 160 kW oder dann 217 PS. Und jetzt fragt man sich natürlich, ist der gleiche Motor, wieso hat er denn jetzt da hinten plötzlich mehr Leistung? Das hängt mit dem Akku zusammen. Wenn ich den größeren Akku nehme, ich habe zwei Akkuvarianten, 58 kWh und 72,6 kWh netto, dann habe ich eben auch eine größere Stromfähigkeit des Akkus. Der Akku kann mehr Strom liefern und alle, die zu Hause mal so ein kleines ferngesteuertes Auto haben, so ein RC-Auto, wo du den Akku tauschen kannst, wissen, wenn du da einen größeren Akku reinmachst mit mehr Stromlieferfähigkeit, dann wird das Ding mit dem gleichen Motor eben besser gehen. So, und in der Konfiguration hier fahre ich ja die Allrad-Variante. Das heißt, ich habe vorne einen Motor, ich habe hinten einen Motor. Und insgesamt sind das hier 225 kW, neue Währung, oder nach alter Währung 305 PS. Gibt es auch mit weniger Leistung, wieder nur 235 PS, wenn ich eben den kleinen Akku nehme. Was alles wieder mit der Fähigkeit des Akkus zu tun hat, Strom rauszuhauen. So, was sind jetzt hier für Motorentypen drin? Sogenannte Permanent-Magnet-Synchronmotoren, und zwar vorne und hinten. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja, ein Porsche Taycan hat das auch oder zum Beispiel ein Volvo XC40. Aber es ist auch oft zu finden, dass man eine Kombination aus Permanent-Magnet-Synchronmotor macht und Asynchronmotor, zum Beispiel beim VW ID.4 GTX oder Tesla macht das bei seinen Allradmodellen. Wieso? Aus einem ganz einfachen Grund. Die Permanent-Magnet-Synchronmotoren sind schon top, wenn ich nicht so viel Leistung abfordere. Das heißt, wenn ich das Auto mit nicht so viel Leistung einfach gleichmäßig fahre, kann ich da sehr sparsam fahren. Sie haben aber ein Problem. Dadurch, dass die Magnete immer an den Spulen vorbei flutschen, solange die eben mit den Rädern verbunden sind, werde ich dort eine Zwangsinduktion haben, sogenannte Schleppverluste. Und die sind eben für den Verbrauch nicht optimal. Bei einem asynchronen Motor habe ich zwar im, sagen wir mal, Teillast- oder Niedriglastbereich nicht unbedingt hohe Wirkungsgrade, aber wenn ich den nicht bestrome, dann läuft er einfach mit, ohne dass der so eine Zwangsinduktion macht. Weil da ist kein Strom drauf. Wenn kein Strom drauf ist, passiert da auch nichts. Das heißt, ich habe solche Schleppverluste nicht. Und deswegen wird diese Kombination oftmals gewählt, dass man eben, wenn man einfach so dahin gleitet, den PSM-Motor laufen lässt, damit er auch schon bei niedrigen Leistungsanforderungen sparsam ist. Und wenn man dann viel Leistung anfordert, bam, dann wird der Asynchronmotor noch dazu geschaltet, weil der ist auch wieder besonders überlastfähig. Aber das würde jetzt zu weit führen, um aber eben richtig Schub zu erzeugen. So, jetzt weiß ich nicht die genaue Strategie, die Hyundai hier fährt beim IONIQ, wie jetzt die Motoren beschaltet werden oder nicht. Aber so ein Allradantrieb hier ist, zumindest energetisch gesehen, wenn ein Motor sich nicht komplett wegschalten lässt von den Permanent-Magnet-Synchronmotoren, nicht das Optimale. Was hier aber schon ziemlich optimal funktioniert, ist echt der Schub. Bam. Ja, das geht richtig vorwärts. Man hat ja auch verschiedene Fahrmodi. Ich kann hier in Eco reingehen. Dann ist das Fahrpedal auch so ein bisschen schwergängiger, würde ich fast sagen. Also wenn du drauf drückst, dann tut sich erstmal nicht so viel bei der Leistungsentfaltung, sondern da musst du schon richtig reintreten, damit hier ein bisschen mehr Schub kommt. Wenn du dann normal gehst, da tut sich schon mehr. Wenn du in den Sport gehst, dann wird das Ganze schon etwas giftiger. Und man merkt auch, dass der jetzt bei einem relativ niedrigen Akkustand, ich bin jetzt bei 18%, immer noch richtig schön Schub gibt. Das spricht auch dafür, dass aus dem Akku hier genug Strom rauskommt, auch bei so niedrigen Akkuständen, dass Hyundai sagt, hier, gib ihm, ich nehme dir jetzt nicht großartig Leistung weg, auch wenn der Akkustand ein bisschen niedriger ist. Rekuperieren
kann ich mit den Motoren natürlich auch. Hyundai hat jetzt keine genaue Zahl rausgelassen, was an Rekuperation möglich ist. Da gilt die alte Regel, je größer der Motor ist, desto mehr theoretisch ist auch an Rekuperationsleistung möglich, weil der Motor ja dann als Generator läuft und bleibt ja in den Dimensionen und auch in seinen Leistungsdaten erstmal gleich. Wie viel dann rekuperiert wird, das hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab, Akkustand, Temperatur und so weiter. Was hier wichtiger ist, ich habe im Prinzip 4 Rekuperationsstufen. Und da gibt es jetzt die Rekuperationsstufe 0, zack, was im Prinzip ja gar keine Rekuperationsstufe ist, weil da nutzt er die kinetische Energie einfach dadurch, dass er sie ausrollen lässt. Ich gehe jetzt hier vom Fahrpedal und er rollt und rollt und rollt, 119, 118, 117, ja, die Geschwindigkeit nimmt nur ganz langsam ab über die Fahrwiderstände, aber im Prinzip rollt er und rollt er und rollt er. Ist für die Autobahn eine Top-Einstellung. Ich kann aber auch Rekuperationsstufe 1 anwählen, dann verzögert er schon ein bisschen, ist noch nicht so viel. 2 ist schon mehr und bei 3 ist das schon ziemlich amtlich, was er verzögert. Gerade für eine Bergabfahrt, für einen Pass, den ich runterfahre, wo ich eben viel über die elektromotorische Bremse machen will und nicht über die mechanische Bremse, weil die ja dann erhitzt wird und so weiter, das ist nicht gut, ist das schon ein ganz guter Modus. Ich kann aber auch das Ganze umgehen und kann hier in sogenanntes iPaddle, in das iPaddle-Menü hineingehen. Dann definiere ich meine Rekuperation über mein Fahrpedal. Da ist das Entscheidende, dass ich quasi nicht mehr aufs Bremspedal drauf treten muss, zumindest bei normalen Fahrzuständen, denn ich kann das alles hier über das sogenannte One-Pedal-Feeling machen. Haben andere auch schon. Ich finde bei dem Ioniq einfach gut, dass er einem die Wahl lässt. Entweder ich kann dieses iPaddle nutzen, dieses One-Pedal-Feeling, wo ich quasi nicht mehr aufs Bremspedal muss. Einige mögen das, andere nicht. Oder aber ich gehe in klassische Rekuperationsmodi. Oder aber ich schalte meine Rekuperation völlig aus hier auf der Autobahn. So, das machen wir auch wieder, um eben die Energie durch Ausrollen lassen besonders zu nutzen. Also ich finde das gut und es ist auch nicht kompliziert. Man hat hier seine Pedals, kann das schnell einstellen. Das funktioniert wirklich gut. Wir müssen über die Form des Ioniq 5 reden und dabei vor allem über zwei Dinge. Zum einen das besondere Design und zum anderen den Luftwiderstand, die dominanteste Fahrwiderstandskomponente, vor allem in der Elektromobilität. Und wenn er mich ab und zu mal ein bisschen schlechter versteht, hier bläst eine Menge Wind. Ja, wir reden ja auch über den Luftwiderstand, da wird auch eine Menge Luft hier bewegt und da oben spielt eine Liveband, die macht auch noch ein bisschen Geräusch. Aber ich glaube schon, dass ihr mich gut verstehen werdet. Also wir fangen an und gucken uns mal diese futuristische Front an. Es gibt Kollegen von mir, die sagen, er sieht ein bisschen nach einem DeLorean aus. Andere sagen, er erinnert so ein bisschen, bis auf dass die Scheinwerfer nicht rund sind, an den ersten Golf. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Fakt ist, das Auto ist erstaunlich kantig geworden. Und jetzt fragt man sich natürlich, tut das dem Luftwiderstand nicht weh? Doch, man merkt schon, dass Hyundai sich bei diesem Auto dafür entschieden hat, erstmal ein Auto zu bauen, das ein besonderes Design hat, was eben nicht so rundgelutscht wirkt wie so ein Dauerlutscher, sondern das auch noch Ecken und Kanten hat im wahrsten Sinne des Wortes. Trotzdem ist der CW-Wert dieses Autos gar nicht mal so katastrophal. Der liegt offiziell bei CW 0,288. Jetzt muss man aber dazu wissen, dass die Aerodynamiker immer so ein bisschen zucken, wenn die dritte Stelle nach dem Komma beim CW-Wert angezeigt wird, weil die so stark abhängig ist vom jeweiligen Auto, weil die so fein ist, dass sie normalerweise nur die zweite Stelle angeben. Das heißt 0,29 als CW-Wert und damit liegt er auf einem Niveau wie der VW ID.4, nur der sieht viel aerodynamischer aus. Und wenn man ehrlich ist, macht der Ioniq bei der Aerodynamik auch in Anführungsstrichen ein paar Fehler. Da müssen wir drüber reden, aber auch über die Sachen, die klassisch aerodynamisch sind. Okay, reden wir mal klassisch aerodynamisch. Hier vorne die Front ist stark verkleidet, da kann der Wind schön dran entlang gleiten. Ich habe hier unten eine aktive Aerodynamik, das heißt diese Klappen, wo hinten dran der Kühler ist, können je nach Tempo öffnen oder schließen, je nachdem, was eben auch an Kühlluft gebraucht wird. So, und jetzt gehen wir zur Seite. Und da fehlt schon mal eine typische Komponente von einem sehr aerodynamischen Auto, nämlich diese sogenannten Air Curtains, also die Luftvorhänge, die hier die Luft drüber legen, damit die Luft, die hier kommt, drüber streifen kann, sind hier nicht vorhanden. Wenn ich auf die Felgen gucke, dann sind das sehr große Felgen, 20 Zoll, das sind relativ eckige Sportreifen, wo sich hier Wirbel bilden. Das ist auch nicht optimal von der Aerodynamik her. Und die Felge selbst wirkt auf den ersten Blick, ja, man kann schon fast sagen, monströs. Es ist eine riesen Felge und auch nicht aerodynamisch optimiert. Auf der anderen Seite
Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass hier große Teile der Felge wirklich verkleidet sind und da schon aerodynamisch dran gearbeitet wurde. So, jetzt gehen wir noch ein Stück nach hinten. Dann haben wir hier die Türgriffe. Die sind, wenn ich mit dem Auto fahre, mit der Außenkarosserie bündig. Das ist aerodynamisch gut. Was ich persönlich gut finde, ist, dass sie eben nicht nur elektrisch ausfahren, sondern dass ich hier wirklich draufdrücken kann. Also mechanisch auch die Türgriffe nochmal rausbekomme. Habe ich einfach ein bisschen mehr Vertrauen, auch gerade beim Unfall, wenn ich helfen will. Und da kann man nochmal draufdrücken, kommt es irgendwie raus. So, jetzt gehen wir ein Stück nach hinten. Da sind noch ein paar Designspielereien, ziemlich breite Reifen. Und dann kommen wir zum Heck. Und jetzt wird es interessant. Denn ein aerodynamisch optimaler Heckabschluss würde flacher laufen. Ehrlich gesagt würde der fast ein bisschen SUV-Coupé-mäßig laufen. Und der hier ist schon eher klassisch Kompaktwagen, ziemlich steil. Das ist nicht optimal vom Windabriss hier hinten. Natürlich hat man daran gearbeitet. Man hat hier oben einen Spoiler, wobei das ist sogar ein Flügel, weil er nämlich von unten und von oben durchströmt wird, um eine bessere Abrisskante zu schaffen. Aber man sieht an dem Auto, dass er insgesamt ja schon Details hat, die aerodynamisch optimiert worden sind, dass er aber nicht bis ins letzte aerodynamische Detail hineingeht, weil Hyundai, und das wiederum finde ich richtig gut, gesagt hat, nee, wir wollen ein Auto bauen, was besonders aussieht, was anders aussieht und was auch eine ordentliche Aerodynamik hat. Und das finde ich eine gute Entscheidung. Vielleicht schaffen sie es ja in Zukunft, den CW-Wert noch ein bisschen zu drücken, was man natürlich nicht vergessen darf bei dem Auto. Er ist ziemlich breit, er ist relativ hoch und das ist natürlich eine Menge Stirnfläche, die da im Wind steht, und der Luftwiderstand insgesamt wird ja immer noch gebildet aus CW-Wert mal der Stirnfläche. Und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die Verbräuche dieses Autos an und auch die Reichweite, die sich daraus ergibt. Und dann müssen wir auch mal ein bisschen über die WLTP-Werte reden. Da gibt es zwei Werte, die sind ganz interessant. 17,6 Kilowattstunden und 18,8 Kilowattstunden. Klingt erstmal relativ hoch. Jetzt müssen wir uns im WLTP eines wissen. Da sind Ladeverluste mit drin. Das heißt, es wird an der Steckdose gemessen und das sind 12% Ladeverluste. Die muss man abziehen. Dann landet man bei 15,7 Kilowattstunden onboard und, wenn ich mich verrechnet habe, könnt ihr mich ruhig korrigieren, 16,8 Kilowattstunden onboard in einer anderen Konfiguration. Aber was ist jetzt die andere Konfiguration? Das ist ein anderes Auto. Nee, das sind vor allem andere Reifen. Und das ist die Konfiguration, die ich hier fahre, nämlich mit den großen 20 Zoll Rädern, 255er Michelin Pilot Sport SUV Reifen. Das sind wahrhaftig nicht die luftwiderstandsärmsten und rollwiderstandsärmsten Reifen auf dieser Welt. Die sind natürlich beim Fahren klasse, also wenn ich jetzt auf einer kurvigen Strecke bin, machen die echt Laune. Aber die erzeugen einen ziemlich immensen zusätzlichen Widerstand. Also wir reden da über eine Kilowattstunde, die ich mehr verbrauche pro 100 Kilometer habe, nur über die Reifen. Das muss man immer sehen, wenn man sich so ein Auto anguckt. Und da muss man sich natürlich auch entscheiden, will ich jetzt besonders sparsam, besonders weit fahren, dann nehme ich mir natürlich die schmaleren Reifen, die rollwiderstandsärmeren Reifen. Oder soll das Auto besonders cool aussehen und auch besonders kurvengierig sein, dann nehme ich natürlich die dickeren Reifen. Muss jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Und deshalb schauen wir uns mal ein bisschen die Verbräuche an, die der IONIQ 5 so produziert. Also ich bin das Auto schon einige Kilometer gefahren. Habe hier auch noch ein Langzeittacho drin, 146 Kilometer. Da habe ich jetzt einen Verbrauch von rund 20 Kilowattstunden. Bei voll laufender Klimaanlage. Das darf man nicht vergessen. Es ist bockheiß hier gerade in Spanien. 36 Grad und auch bei 22 Grad muss die Klimaanlage hier richtig schuften. Und das kostet dann schon ein bisschen was. Und es sind hier halt auch die mächtigen Reifen drauf. Auch das kostet ein bisschen was. Das heißt, wenn es jetzt nicht ganz so warm wäre, wenn wir von 25 Grad reden mit den dünneren Reifen, könnten das schon locker 2, vielleicht sogar mehr Kilowattstunden weniger an Verbrauch sein. Jetzt machen wir trotzdem mal etwas. Ich nehme mal ein gerades Stück und dann stoppe ich mal für eine kurze Zeit den Verbrauch ab. Wir gucken einfach mal, was er jetzt hier bei Tempo 100 gleichmäßig, das ist ja relativ eben hier, verbrauchen würde. Wir nullen ihn hier mal. Ja, du kannst machen, was du willst. Du willst immer irgendwas im Bimmel bei dem Auto. Irgendwas pinkt und bimmelt immer. Und irgendwann bist du auch so ein bisschen verzweifelt. Du weißt auch gar nicht, woran das liegt. So, Kilometer gefahren, ja, 16,5. 16,5, ja. Also ich würde mal sagen, so bei Tempo 100, also in der Richtung 16, 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, die er da jetzt verbraucht. Das kann man sich jetzt ja auch mal ausrechnen. Also nehmen wir es mal ein bisschen
pessimistischer, 17 Kilowattstunden mal 4 sind 68 Kilowattstunden. Da ist sogar noch ein bisschen Distanz zum Akku, der ja 72,6 Kilowattstunden Energieinhalt netto hat. Sprich, wer es auf der Autobahn sehr Suche angehen lässt und es nicht übertreibt, der kann damit auch 400 Kilometer fahren. Und falls jetzt wieder einer kommt und sagt, ja, aber was ist denn, wenn ich 180 fahre? Dann kann ich ganz klar sagen, wenn ich hier in Spanien 180 fahre, ja, da sitze ich wahrscheinlich ziemlich unangenehm in einem spanischen Knast, weil da sind die bei ihren Tempolimits sehr rigoros. Deswegen mache ich das einfach nicht. Gut, er ist jetzt wirklich knackig leer. 1% ist noch im Akku drin und deshalb muss er jetzt aufgeladen werden. Es gibt in Valencia offiziell keinen HPC, also Hypercharger, sondern der wurde jetzt extra von IONIQ hier aufgebaut. Oftmals ist es eben noch so, dass die neue Session starten, dass die Elektroautos sich schneller entwickeln als die Ladeinfrastruktur. So, dann gucken wir jetzt mal. Ja, das ist wieder so ein Pinöpel, die mag ich eigentlich nicht. Ich finde es schöner, wenn da so schöne integrierte Klappen sind. Aber gut, stecken wir ihn ein. Okay, so, also die kommunizieren. Das ist schon mal gut. Auto und die Ladestation. Und jetzt hat er auch schon mal angefangen zu laden. Und jetzt gucken wir mal, wo er da hingeht. Oh, da knallt er die Ladeleistung gleich schon mal hoch. Ich kann ja mal die grundsätzlichen Werte raushauen. Also, Hyundai verspricht beim IONIQ 5 maximal 220 Kilowatt an Ladeleistung, weil diese Maximalwerte, die helfen einem ja nicht viel. Das sind so Marketingwerte. Es geht ja mehr darum, was er über die Zeit hinweg schafft. Und dann gucken wir mal, was er hier kann. Dieses Fiepsen kommt irgendwann von der Ladestation. Ich mache das nicht. Er ist jetzt schon bei 202, also weit über 200 kW. Das ist schon mal interessant, weil der Akku ist wirklich knackig leer. Und jetzt haben wir leider die kleine Anzeige. Jetzt gucken wir mal. Ja, lädt jetzt richtig ordentlich rein. So, und jetzt ist eine Besonderheit an diesem Akku, dass es ein 800 Volt Akku ist und kein 400 Volt Akku, weil das Vorteile beim Laden hat. Wieso? Das erkläre ich gleich nochmal getrennt. Für uns ist jetzt hier spannend, wie schnell er eben bis 80% hier Energie reinbekommt. Und ein ganz wichtiger Wert ist dann, dass von 10 bis 80% nur 18 Minuten vergehen sollen. Das ist wirklich nicht lange. Oder andersrum, Hyundai sagt, in rund 5 Minuten sind hier 100 Kilometer wieder an Reichweite drin. All das werde ich jetzt überprüfen und das schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt ist hier ein kleines Malheur passiert, nämlich bei 12% Ladezustand hat die Ladestation gemeldet, dass der Ladestecker defekt sei. Das heißt, wir mussten das jetzt nochmal starten. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem können wir ja jetzt hier weiter gucken, wie sich die ganze Ladung verhält. Und grundsätzlich, ich habe ja schon oft was zum Zustand der Ladestation, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit gesagt. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, die Elektroautos entwickeln sich schneller und zuverlässiger, als es die Ladestationen tun. Wir hoffen mal, dass die Ladestation jetzt ein bisschen besser funktioniert als bisher, aber es gibt mir ein bisschen Zeit, um ein bisschen was zu erklären. Und zwar 800 Volt und 400 Volt. Die meisten Elektroautos haben in der Basis ein 400 Volt System. Und wo liegt da jetzt der Unterschied? Naja, wenn man sich zum Beispiel die Hochspannungsleitungen anguckt, dann wird Strom über große Strecken vor allem mit hohen Spannungen transportiert, mit relativ geringen Strömen und mit hohen Spannungen. Wieso das? Weil über die Ströme und über den ohmschen Widerstand der Leitungen kommen die Verluste. Also legt man die Spannung besonders hoch, damit der Strom nicht so hoch ist und damit weniger Verluste hat. Wieso kann man das einfach so austauschen? Da sage ich jetzt mal eine einfache Formel in der Elektrotechnik, nämlich P ist gleich U mal I, sprich die Leistung ist Spannung mal Strom. Und ich kann die gleiche Leistung erzeugen mit besonders viel Spannung und wenig Strom oder mit besonders viel Strom und wenig Spannung. Nur mit besonders viel Spannung habe ich eben weniger Verluste auf den Leitungswegen. Und deswegen ist es grundsätzlich schon mal gut, dass man die Spannung besonders hoch legt. In diesem Fall 800 Volt anstatt 400 Volt. Das macht es für die Ladestation einfacher, das macht es für die Kabel einfacher, weil die bei gleichen Dimensionen eben weniger Verluste haben, weil weniger Strom fließt. Das macht es für die Elektronik im Auto einfacher, für den Inverter, weil er mit weniger Strom umgehen muss und dafür mit höherer Spannung. Aber bringt es was auf Akkubasis, dass der Akku jetzt 800 und nicht 400 Volt hat? Das ist genau der Punkt, das schauen wir uns jetzt mal an.
Ich habe hier zwei Zellen, zwei Lithium-Ionen-Zellen übrigens, 18650er Zellen, wie sie zum Beispiel in einem Tesla drin sind. Diese Lithium-Ionen-Zellen, wir können uns das auch hier mal angucken, haben eine Nennspannung von 3,7 Volt, aber wenn wir uns die jetzt hier angucken, dann ist das eine Nennspannung von ungefähr, na, was haben wir, knapp 4 Volt. Ah, nicht ganz, aber knapp 4 Volt. So, das können wir uns also jetzt als einen 400 Volt Akku vorstellen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, daraus einen 800 Volt Akku zu machen. Wie können wir das machen? Na, wir nehmen eine zweite Zelle, die wir in Reihe schalten. So, zack. So, und jetzt haben wir einen Spannungswert von 7,9 irgendwas Volt. Das heißt, das Ganze hat sich jetzt verdoppelt auf quasi ein 8-Volt-System oder auf das Auto übertragen auf ein 800-Volt-System. Jetzt wollen wir damit Leistung transportieren, zum Beispiel 8 Watt. Gut, also nicht Leistung transportieren, sondern wir wollen da Leistung rausholen. So korrekt, wir wollen da Leistung rausholen, sagen wir 8 Watt. Jetzt haben wir hier 8 Volt und wir brauchen 1 Ampere für 8 Watt. 8 mal 1 gibt 8 Watt. Okay, jetzt fließt also hier durch die Zelle 1 Ampere durch. Wenn ich jetzt das nicht mache, sondern ich nehme diese Zellen und schalte sie parallel, sodass ich weiter bei einem 4-Volt-System bleibe, ändert sich dann etwas an meiner Strombelastung? Naja, wenn ich jetzt 4 Volt hier habe, brauche ich ja 2 Ampere, um 8 Watt zu erzeugen. 4 mal 2 gleich 8 Watt. Und da sich das aber durch die Zellen hier teilt, ja, die Zelle braucht, durchfließt 1 Ampere und die Zelle durchfließt 1 Ampere, ist es völlig egal für die Strombelastung der Zelle, ob ich ein 800-Volt-System habe oder ein 400-Volt-System. Das heißt, für die Zelle selbst bringt es keinen Vorteil. Die hat ihre klassischen 3,7 Volt Nennspannung, in diesem Fall 4 Volt. Das hängt ja immer davon ab, wie stark geladen eine Lithium-Ionen-Zelle ist. Davon hängt die Spannungslage ab. Also da bringt 800 Volt gar nicht. Aber nur, weil auf Zellbasis die Belastung jetzt sich nicht ändert bei einem 800 oder bei 400 Volt System, heißt das nicht, dass ein 800 Volt System nicht einfach Vorteile hat im Umgang. Und die Spannungslage höher zu setzen, ist auch nicht so einfach. Und deswegen hat sich Hyundai beim IONIQ Hilfe geholt von Marte Riematz. Ja, genau der Riematz, der jetzt diesen Supersportler, Elektro-Supersportler auf den Markt gebracht hat, den Nevera. Der hat die dabei unterstützt, das System umzusetzen. Für mich ist es im Endeffekt gar nicht mal so wichtig, ob da 800 oder 400 Volt System drin ist. Ich habe schon 400 Volt Akkus gesehen, die wunderbar schnell geladen haben. Ich habe aber auch schon 800 Volt Akkus gesehen, die schnell geladen haben. Porsche Taycan oder Audi GT, e-tron GT. Für mich ist einfach nur wichtig, wie viel Strom kriege ich in einer bestimmten Zeiteinheit da rein und wie viel Reichweite kriege ich rein. Und ein toller Wert sind eben in 5 Minuten 100 Kilometer. Habe ich mit dem EQS geschafft? Schaffe ich das mit dem IONIQ auch? Schauen wir. So, okay. Ja, also die Ladestation zickt etwas rum. Jetzt habe ich sie nochmal gestartet, um zu gucken, ob es jetzt vielleicht funktioniert. Wenn nicht, müssen wir jetzt einfach mal hochrechnen. Das geht halt nicht anders. Die Ladestation ist hier provisorisch aufgestellt worden. Da weiß man nie, was die Elektronik gerade hat. Wir sind jetzt nicht in heimischen Gefilden, wo da eine feste Ladestation steht. Deswegen schauen wir mal, wo er jetzt hingeht. Die fiepst auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber alles gut. So, er ist jetzt bei 209 kW hatte er jetzt maximal. Jetzt hat das Fiepsen aufgehört, weil die Ladestation sich auch wieder abgeschaltet hat. Es ist, wie es ist. Wir können es jetzt gerade nicht ändern. Es ist manchmal halt nicht schön mit der Ladesituation und der Ladetechnik. Nur was sagt uns das jetzt? 209 Kilowatt an Ladeleistung, das hat er jetzt selbst bei 27% noch gemacht. Macht er also auch bei niedrigen Ladezuständen. Das heißt, ich kriege 20 Kilowattstunden, die ich für 100 Kilometer bei dem Auto Reichweite brauche, in ungefähr 6 Minuten, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger rein. Das entspricht nicht ganz den 5 Minuten, die Hyundai sagt. Nur wenn ich jetzt hier nur die Reifen bei dem Auto wechsle, auf etwas rollwiderstandsärmere, etwas schmalere Reifen, dann bin ich wahrscheinlich bei den 5 Minuten. Und mal ganz ehrlich, 5 Minuten für 100 Kilometer Reichweite, das ist echt ein Wort. Also da muss man definitiv sagen, dass es ein Weg, den die Elektromobilität gerade einschlägt, der mir sehr gut gefällt, habe ich beim Mercedes EQS, Video könnt ihr euch auch angucken, ja auch schon gemessen, ungefähr 5 Minuten. Und auch Hyundai hält da fast sein Versprechen, was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll. Klar enttäuscht mich das jetzt, weil ich wollte es euch einfach über die ganze Zeit zeigen, dass hier die Ladestation ständig ausschaltet. Das ist nicht schön. Das ist eben auch Elektrorealität und das muss besser werden. Nicht nur hier, sondern auch bei uns zu Hause.
Elektroauto-Besonderheiten. Und beim IONIQ ist es jetzt nicht so, dass der an irgendeiner Stelle die Elektromobilität neu erfindet und irgendwas zeigt, wo man sagt, wow, das gab es noch nie. Aber er hat in der Ballung Elektro-Gadgets, die ich so bei keinem anderen Auto, wie gesagt, in der Ballung gesehen habe. Und dafür gucken wir uns gleich mal hier den Frunk an. Ist ja schön, dass er einen hat, auch wenn es ungefähr der kleinste Frunk der Welt ist, also Front-Kofferraum. Es ist schon mal schön, dass er einen hat, dass man ein bisschen was unterbringen kann. Andere Hersteller haben das zum Teil nicht. Ich will keine Namen nennen. VW. So, dann machen wir das hier zu. Und wieso nehme ich jetzt die Kabel und das ganze Zeug raus? Das ist das nächste coole Gadget. Dafür gehen wir hinten an die Ladebuchse. Dann gibt es nämlich hier diesen Adapter. Und damit kann ich, wenn ich hier drauf stecke und vielleicht auch die Kappe abmache, so, andere Elektroautos laden oder, weil das hier eine ganz normale Schokosteckdose ist, zum Beispiel auch irgendein 230 Volt Elektrogerät versorgen. Ob das funktioniert, das probieren wir gleich aus. So, hier rein. Machen wir beim zweiten IONIQ mal die Ladeklappe auf, stecken ihn rein. So, und jetzt müsste er laden. Wir schauen mal. Ja, das sieht gut aus. Wir könnten jetzt noch reingehen und könnten auf die Anzeige gucken. Ich kann es euch aber auch so sagen. Die Ladeleistung beträgt 1,2 Kilowatt. Das ist wahrhaftig nicht schnell. Aber gesetzt den Fall, man strandet mit seinem IONIQ und es kommt ein anderer IONIQ 5 Fahrer vorbei, ist es das Beste, was einem passieren kann, weil der kann einem nämlich direkt ein bisschen Strom geben. Okay, aber der IONIQ kann nicht nur anderen, nicht nur IONIQ, sondern anderen Elektroautos Strom geben, sondern er kann auch selbst Strom oder besser gesagt Energie für seinen Akku erzeugen. Wie macht er das? Er hat ein Solardach. So, das ist hier über die komplette Fläche gespannt. Ich kann euch jetzt die Quadratmeterzahl nicht ungefähr sagen, vielleicht sind es 2 Meter mal 1 Meter. Ungefähr. Das Solardach kostet 1.500 Euro Aufpreis und dieses 1.500 Euro Solardach soll pro Jahr in südlichen Gefilden, wir sind ja in sehr südlichen Gefilden, 1.500 Kilometer an Reichweite produzieren. Ja, da muss es aber ordentlich an Reichweite produziert, dass sich die 1.500 Euro irgendwann lohnen. Ich kann euch aber auch einen Wert von drin nennen, da können wir auch gleich nochmal auf die Anzeige gucken. Denn der IONIQ, so wie er jetzt hier steht, hat ungefähr 26 Kilowattstunden an Energie in den 1800 Kilometer Fahrstrecke, die er bisher hinter sich gebracht hat, schon erzeugt. Und damit kann man schon mehr als 100 Kilometer rein elektrisch fahren. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, aber erzeuge ich nur während der Fahrt Energie? Nee, ich habe den IONIQ vorhin abgestellt, ausgemacht und mir mal angeguckt, wo der Ladestand ist, bin dann später wieder rein. Und da war klar zu sehen, auch im Stand wird hier Energie aufgenommen und in den Akku reingeladen. Das finde ich nicht schlecht. Wieso finde ich das nicht schlecht? Naja, wenn es zum Beispiel richtig heiß ist und du stehst irgendwo auf dem Parkplatz und hast die Klimaanlage laufen, geht das normalerweise brutal auf den Akku. Da hilft dir sowas hier ein bisschen. So, das sind schon mal die Hauptgadgets draußen und jetzt können wir mal reingehen. Innenraum. Da muss ich richtig was ergeben, denn das ist ja eine eigene Elektroauto-Plattform. Und ich habe 3 Meter Radstand, das heißt eine Menge Platz. Aber vor allem eine Sache, ihr seht es schon, einen Relax-Sitz. Jetzt fragt man sich natürlich, für was braucht man das? Naja, das ist jetzt schon ein bisschen elektroautospezifisch. Denn man stellt sich einfach mal vor, man möchte an eine Ladestation fahren, hat da 20 Minuten Zeit und möchte ein Powernap machen. Und dann kann man hier die Klimaanlage einschalten. Ja, man ist ja am Strom dran. Die Klimaanlage wird auch mit Strom versorgt. Das heißt, hier drin ist es schön kühl und ich kann gleichzeitig meinen Sitz komplett zurücklegen und mich hier schön in eine Powernap-Position bringen. Für alle, die jetzt sagen, cool, das will ich auch haben, ja, kostet leider Aufpreis. Ich kann euch aber sagen, es ist sehr gemütlich. So, und jetzt ist nur die Frage, ob ich hier wieder zurück in die normale Position komme. Na? Ja? Ja? Geht sogar relativ einfach. Schön, also finde ich eine coole Sache, würde ich mir bei einem Elektroauto bestellen. So, wir machen mal die Tür hier zu. Und dann gibt es noch ein paar andere Dinge, die hier clever gemacht sind. Also Hyundai hat definitiv genutzt, dass diese eGMP-Plattform, wie sie ja heißt, rein elektrisch ist und dass ich damit keinen Kardan-Tunnel habe und einfach ein bisschen mehr mit dem Raum spielen kann. Zum Beispiel hier mit diesem Teil. Das kann ich nach vorne und nach hinten schieben. VW-Busfahrer kennen das auch, da geht sowas auch. Und so habe ich hier eine Menge Beinraum, das ist schön gemacht. Ich habe auch hier insgesamt sehr viel Platz und ich habe durch die schiere Breite des Autos einfach auch ganz viel Ellenbogenraum hier. Also das ist wirklich etwas, was mich echt begeistert. Und nur so als kleines Detail,
Er hat hier vorne noch drei klassische USB-Buchsen. Also keine neuen USB-C, sondern noch klassische USB-Buchsen. So, jetzt mache ich nur eine Sache. Jetzt stelle ich mal den Sitz hier einigermaßen perfekt auf mich ein. Ja, sieht gut aus. Und jetzt gehe ich mal nach hinten und guck mal, wie da das Platzangebot aussieht. So. Ah, wunderbar. Super. Also, da kann man sich nicht beschweren. Es ist ein ganz klein bisschen ein Problem, die Füße unter den Sitz hier zu stellen. Sonst hätte ich noch ein bisschen mehr Beinauflage. Ist aber super. Ich habe eine Menge Kniefreiheit. Hier oben ist viel Kopffreiheit. Ich kann mich nicht beschweren. Also, so willst du auch im Fond reisen. Schön. Und dann können wir uns dem Kofferraum widmen. Da gibt es nämlich, oder grundsätzlich bei der Zuladung, ein paar Licht- und Schattenseiten. Reden wir drüber. Der Kofferraum, den öffnen wir mal. Und als Standardvolumen gibt Hyundai für den IONIQ 5 über einen halben Kubikmeter, also über 500 Liter Volumen an. Das hier sieht jetzt spürbar weniger aus. Jetzt können wir mal gucken, ob hier unten noch was geht. Nee, da wird es eng. Und da gibt es halt eine Sache, die ein bisschen Platz wegnimmt, und das ist das Bose Soundsystem. Das klingt zwar ziemlich ordentlich, das kann man schon sagen, aber es nimmt eben nochmal Platz weg von diesem bisschen mehr als halben Kubikmeter an Standardladevolumen. Wenn ich die Sitze umlege, dann werden es sogar über 1500 Liter. So, wo ist jetzt das Problem? Wo ist jetzt Schatten? Na, bei der Zuladung. Das betrifft gar nicht mal das Basismodell. Das ist ja spürbar leichter, weil es eben nur in Anführungsstrichen Heckantrieb hat. Aber bei dem Modell hier, auch gerade mit den ganzen Gimmicks und Solardach und Allradantrieb drum und dran, habe ich halt schon ein relativ hohes Grundgewicht. Und das maximale Gewicht für den IONIQ 5 beträgt 2540 Kilogramm. Das heißt, im schlimmsten Falle bleiben gerade mal 350, 360 Kilo Zuladung übrig. Wenn ich da also vier stämmige Personen reinsetze, ist das Auto vollgeladen. Da darf ich hier hinten keine Tasche mehr reinschmeißen, dann ist der überladen. Und das wiederum finde ich echt mickrig. Ja klar, in der kleineren Konfiguration gibt es über 400 Kilogramm Zuladung, aber deutlich unter 400 Kilogramm Zuladung für so ein Auto, da muss Hyundai noch mal ran. Fast alle, die mich zum IONIQ 5 angesprochen haben, haben mich gefragt, Alex, ist es ein gutes Elektroauto? So, und jetzt kann ich eine Antwort geben. Ja, es ist ein sehr gutes Elektroauto. Was Komfort, Fahrverhalten, Raumangebot, Ladezeit und auch Elektroauto-Gadgets betrifft, ist es wirklich ein richtig rundes Paket und macht sehr viel Spaß. Was nicht heißt, dass er ein perfektes Elektroauto ist. Es gibt da schon noch ein paar Dinge, über die müssen wir diskutieren. Über die Abmessungen, die in der Stadt nicht so viel Spaß machen, auch mit dem Wendekreis. Über die Effizienz, die doch spürbar schlechter ist als zum Beispiel bei seinem kleineren Bruder Hyundai Kona Elektro. Und wir müssen auch ein bisschen über den Preis reden. Denn der IONIQ 5 fängt bei mindestens 42.000 Euro an. Das ist viel Geld. Mehr sogar als beim ID.4. Und in vollem Ornat, so wie er hier steht, kostet er sogar über 60.000 Euro. Das muss man sich gönnen wollen. Aber ich kann definitiv eines sagen. In der Summe seiner für mich sehr überzeugenden Fähigkeiten ist er ein Elektroauto, das könnte sogar ich mir vorstellen.